Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Ja, wenn ich beim letzten Mal versprochen haben sollte, dass ich irgendwo hingehe, dann vergesst es wieder ganz schnell, weil ich werde es höchstwahrscheinlich nicht tun. Beziehungsweise ich habe es nicht getan, weil ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich bin, dadurch, dass ich so wenig aufnehme, auch nicht wirklich gewillt, Offscreen-Arbeit dafür jetzt zu erledigen. Das tut mir auf eine gewisse Art und Weise leid, weil ja, man könnte mit Sicherheit von dem Spiel noch ein bisschen mehr zeigen, aber ich habe es einfach nicht getan, ja. Und ich denke mir dann halt, ja, wenn du für so ein Spiel nicht so viel Zeit investieren kannst, dann nimm wenigstens alles auf, was du machst. Und ansonsten bleibt es noch länger liegen, ja. Dann würde ich mir jetzt sagen, okay, du musst jetzt noch diese Offscreen-Arbeit erledigen und ja, dann sitzt du hier nochmal 1,5 Stunden oder so, weil dieses Kochen wird extrem lange dauern, wenn ich das wirklich machen sollte. Und ich glaube, das werden wir uns an der Stelle einfach schenken. Vielleicht reiche ich in der Hinsicht noch irgendwas nach, ich weiß es nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es reizt mich jetzt doch nicht so sehr. Also es ist halt schon Zusatzcontent, der recht unnötig ist, muss man einfach sagen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch ein bisschen was kochen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schon gemacht habe oder nicht. Aber ja, ich glaube, im Ultrapilz haben wir noch nichts gekocht. Wir hätten gerne noch eine Zutat, und zwar den Ahornsirup. Ja, ich glaube, damit habe ich tatsächlich noch nichts gekocht. Ich weiß es nicht, ich bin mir echt unsicher. Also es kann sein, dass wir jetzt was Doppeltes kochen, aber ja, gar nicht so übel geworden. Ultrasirup stellt 50 kp und 10 bp wieder her. Ja, das ist jetzt, wir bereiten uns jetzt quasi so ein bisschen aufs Endgame vor mit den Sachen, die ich jetzt noch kochen wollte. Haben wir noch was? Ein Lebenspilz? Nee. Vielleicht finde ich noch was Schönes in meinem Inventar irgendwo. Irgendwo sollte ich vielleicht auch noch ein Ultra-Gelee haben. Nicht ein Ultra-Gelee, sondern ein Gelee Royal, der ja 50 bp wiederherstellt. Den würde ich ganz gerne jetzt auch noch verbraten. Habt ihr verstanden? Verbraten. Ah ja, ich weiß. Honigsirup. Haben wir hier irgendwo noch so ein Ultra-Whatever? Ne, wir haben keinen Ultra. Doch, ne, Honigpilz. Okay, gut, vergesst es. Gelee-Schaum. Okay, auch das haben wir. Okay, aber den Gelee Royal, den hätte ich ganz gerne. Das ist nämlich, also ich glaube, das, was wir jetzt kochen werden, ist quasi das Endgame-Item schlechthin. Und ich denke, das wird uns auch noch seine Dienste erweisen. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ich weiß es nicht. Ja, was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Gelee Royal und noch nichts Falsches kochen, bitte. Den Ultrapilz, ja. Was ich ein bisschen schade finde, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass das Endgame von diesem Spiel hier, und wir sind halt eigentlich schon dabei, weil wir haben jetzt alle 7 Sterne, es ging jetzt quasi ab zu Bowser. Es beinhaltet nicht mehr viele Zusatzquests, glaube ich zumindest. Weil wir haben in der Kanalisation alles gemacht. Wir können diese Briefe hier noch abgeben. Ich glaube, das werden wir auch tatsächlich machen. Merlau-Sternschnuppengipfel, Gumpapa in Gumbafurt. Okay, ja. Ich glaube, das werden wir tatsächlich dann auch noch machen. Aber in der Kanalisation selber, also wir haben jetzt in Kapitel 7 ja eigentlich nichts mehr gelernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Außer wir können das hier halt, aber das konnten wir auch schon relativ früh eigentlich. Ja, also nichts mehr wirklich Neues gelernt und dementsprechend können wir leider auch nicht mehr viel umsetzen davon. Beziehungsweise, ja, es gibt halt einfach keinen Weg, der jetzt sich nicht zufälligst öffnen würde. Gumpapa, das bist du doch. Ach ja, ich sollte, ja, rund um das Schloss, ja. Parakari, bitte. Ist er mittlerweile auch schon satt vom Briefe austragen? Rund um das Schloss muss es wohl ziemlich düster sein. Ich bin mir sicher, die Leute verlassen sich auf dich, Mario. Du kannst ihnen nur helfen, wenn du Bowser besiegst und die Prinzessin rettest. Bitte mal schnell. Herr Gumpapa, Parakari hier. Ich habe einen Brief. Einen Moment bitte. Okay, er sagt andere Sachen. Das ist ja unglaublich. Ach nee, hinterher sagt er ja immer. Und wieder wurde. Ja. Das habe ich jetzt nicht. Moment. Danke, mein Herr. Was wären wir ohne die Post? Ja. Wenn sie nicht streiken würden. Oh, wie interessant. Ein Brief für Gumbaria. Ich glaube, ich kann ihn ruhig öffnen. Nein. Ach was. Das ist ja. Also, naja. Ich kann mich erinnern, dass sie vor kurzem einen Brief geschrieben hat. Ich habe mich schon gefragt, was darin steht. Ich verstehe. Ich glaube, es war eine Frage.
Und das hier scheint die Antwort zu sein. Sieht sehr kompliziert aus, aber ich kann es verstehen. Ich werde Ihnen alles darüber erzählen. Vielen Dank für die prompte Lieferung. Hier, nimm dies. Glückstagorden. Manchmal gegen gegnerische Angriffe daneben. Interessant. Interessant zu wissen wäre auch, wie viel dieser Orden tatsächlich noch einnimmt. Glückstag, Glückstag, Glückstag. Wo ist er denn? Es ist immer doof, wenn die so grau unterlegt sind, dann tatsächlich zu sagen, wo... Ah, 7R, okay, also nicht R. Ich sehe das immer wie ein R an, weil das so schattiert ist und das sieht irgendwie so aus, als wäre da irgendwie so ein R, aber das macht keinen Sinn. Manchmal gegen gegnerische Angriffe daneben. Ja, könnte interessant sein, ich weiß es nicht, kann ich jetzt ganz schlecht abschätzen. Was wollen wir jetzt nochmal? Genau, zum Sternschnuppengipfel? Merlau, Sternschnuppengipfel? Ja, das ist der Standard Merlau da. Was allerdings nochmal interessant sein könnte, und da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ist, ob wir eventuell im Dojo noch was abbekommen. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es im Dojo noch irgendwas Tolles gibt. Aber naja, wer weiß so genau. Was hat der Ordenladen noch für uns parat? Noch ein KP-Plus-Orden, davon haben wir einen Ausweicher. Noch ein Ausweicher, das wäre natürlich auch interessant. Ah, ich spiele schon wieder mit Gedanken hier. Wirbelschlag. Der getroffene Gegner wird in seinen Hintermann geschubst. Das ist auch interessant. Holen wir uns einfach mal. Allein, weil wir noch nicht haben. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich alle Orden sammeln will, dann dauert es auch nochmal eine ganze Weile. Also, ich meine, was fehlt uns jetzt tatsächlich noch? Uns fehlen bestimmt noch einige Sternensplitter. Das will ich auf keinen Fall ausschließen. Das wird auf jeden Fall so sein. Was könnte uns noch fehlen? Uns fehlen noch... Also Superblöcke haben wir sogar alle. Und was sagt Luigi eigentlich? Prinzessin Peach wird noch immer über den Wolken gefangen gehalten. Komm schon, Mario, du bist ein Held, Bruder. Du musst die retten. Ja, machen wir. Ach ja, wir haben Luigis Tagebuch eigentlich nie wieder gelesen. Das ist ja traurig irgendwie. Hier. Hallo, hallo, hallo. Oh, wir haben Wim Quizmos Quiz, da haben wir alle geschafft. Die Rezepte sind wir natürlich weit zurück. Sternsplitter auch nicht mal die Hälfte. Das ist extrem krass, wie ich finde. Weil, um ehrlich zu sein, ich wüsste auch nicht mehr, wo ich jetzt großartig suchen sollte. Gut, man kann vielleicht die ersten Kapitel nochmal mit dem Spionenorden absuchen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten fällt mir wirklich nicht viel ein. Also, das ist schon heavy. Ja. Orden, 57 von 80, auch da ist noch mit Sicherheit einiges drin. Da hätte man sich jetzt vielleicht noch drum kümmern können. Wie gesagt, vielleicht mache ich sowas nochmal im Anschluss, aber... Ach nee, das... Ja, ich habe vergessen. Ah, das ist in diesem Spiel ziemlich eklig, weil wenn man kurz vorm Boss steht, kann man nicht mehr ins... nicht mehr so leicht zurück. Deshalb werden wir das wahrscheinlich doch lassen. So, Luigis Tagebuch. Gestern kam ein Shy Guy auf mich zu. Ich befand ihn schlafend auf meinem Bett. Kannst du das glauben? Ich bin ihm nachgerannt, aber er war viel zu schnell für mich. Ich habe auch gehört, dass in Tottown viele Shy Guys aufgetaucht sind. Vermutlich kommen sie aus Shy Guys Spielzeugkiste. Sie muss irgendwo in der Stadt sein. Eine Spielzeugkiste? Da würde ich gern mal reinschauen. Vielleicht haben sie eine Nintendo 64. Ja, schöne Anspielung. Auf der eigenen Konsole ist immer sinnvoll. Heute hat mich die gesamte Goomba-Familie besucht. Sie sagten, dass sich Goombario in der Obhut meines Bruders befindet. Dann haben sie mir noch ein Souvenir gegeben. Es war eine Gumnuss, eine Spezialität aus Goombafurt. Sie sah so lecker aus, dass ich sie aufgegessen habe, ohne meinem Bruder davon zu erzählen. Ich schuf dich. Meine BP haben sich um 3 erhöht. Glaubst du, er wird davon Wind kriegen? Niemals. Ich habe gehört, dass mein Bruder auf einem Thunfisch nach Lava Lava Island gereist ist. Unglaublich, das ist unfair. Ich will noch auf einem Thunfisch reiten. Okay, aber er hat hier wirklich zu jedem Kapitel irgendwas geschrieben. Das ist schon schön zu sehen. Ich habe gehört, dass auf Lava Lava Island ein paar Yoshi-Kinder abhanden gekommen sind. Und dass mein Bruder sie gerettet hat. Ich wette, es gibt nichts Süßeres als ein Yoshi-Kind, als Yoshi-Kinder. Ich bin ein wenig neidisch auf meinen Bruder. Ja. Naja, so süß. Ah, es ist okay, ja, es ist okay. Nicht so, also, die Yoshis in dem Spiel sind nicht so süß dargestellt wie in anderen Spielen, aber allein deswegen, weil sie reden können und alle
Sachen, die reden können, sind von Natur aus nicht so süß, sondern, ja. Deshalb sagt man das auch seltenst bei Menschen und eher bei Tieren. Macht schon irgendwie Sinn. Ich habe ein Geräusch gehört, das auch ich eine Menge Fans haben soll. Wow. Was für eine großartige Neuigkeit. Was für großartige Neuigkeiten. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, muss ich die Hauptrolle in einem Abenteuer übernehmen. Natürlich müsste mein Name im Titel stehen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber es wird nun wohl nie geschehen. So ein Pech. Ich habe gehört, dass in Todtown eine Tür aus dem Nichts erschienen sein soll. Man sagt, sie führt zu den Blütenfeldern. Ich glaube, dass viele Blumen an diesem Ort leben. Blumen, ich glaube, ihre Seelen werden zu Tautropfen auf den Blütenfeldern. Blütenblätter. Interessant. Das ist fast schon ein bisschen gruselig. Jemand hat mir erzählt, dass sich einen Weg öffnen würde, wenn man einen Schal und einen Eimer einsetzen würde. Ein Schal für einen Schneemann? Wird der dann nicht schmelzen? Naja, also grundsätzlich hält ein Schal ja nur die Wärme zurück, die man selber abstrahlt. Also würde ich mal eher nein sagen. Gestern, als ich in meinen geheimen Keller wollte, bin ich in der Falltür stecken geblieben. Habe ich sie dir zu sehr strapaziert oder bin ich einfach dicker geworden? Ich sollte sie ölen, damit sie sich leichter öffnen lässt. Okay. Also die letzte Seite war dann tatsächlich nicht mehr so spannend. Interessant wäre zu wissen, ob man eventuell... Was ist hier? Post an Mario? Okay, ja komm, lesen wir einfach. Lieber Mario, wie geht es dir? Ich bin Klein T, ich bin nur ein kleiner Tot. Ich lebe in Todtown. Ich habe im Dojo ganz viel trainiert, damit ich die Prinzessin Peach retten kann. Ich schreibe dir später wieder. Tschüss! Aber schön, dass man hier auch tatsächlich noch sowas kriegt. Das habe ich noch nie gelesen in diesem Spiel, tatsächlich. Hallo Mario, ich bin T-Tanja, Wim Quizmos Liebreizen-Assistentin. Und habe Herzen auf meinem Kopf anstatt andere Tots-Punkte. Danke, dass du an unserem Quiz teilgenommen hast. Unsere Quoten haben alle Rekorde gesprengt. Sind dir die Sternsplitter denn auch von Nutzen? Bitte besuch uns wieder, bis du auch die letzte Frage beantwortet hast. Ich werde dich anfeuern. T-Tanja. Okay, wir haben in dem Spiel ungefähr 3 Worte mit ihr gewechselt, aber gut. Mario, du kleine Ratte, wie kannst du es wagen, uns so bloßzustellen? Wir werden dir das nie vergessen, Pomodoro. Hey, ich würde mich nachts nicht mehr auf die Straße trauen, Melanzano. Ich werde dich zum Weinen bringen, Asparago. Du sollst von jetzt an beim Schlafen nur ein Auge zumachen, Kumpelchen. Citronello. Wir kommen wieder, die Cooper-Brüder. Oh mein Gott. Flamer! Lieber Mario, danke, dass du das Fuzzy-Problem gelöst hast. Wir, die Coopers aus Cooperheim, wissen wirklich zu schätzen, was du für uns getan hast. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir dir keine Belohnung gegeben haben. Wir sind nur einfache Coopers. Du bist uns aber jederzeit herzlich willkommen. Dein Besuch ist uns eine Ehre. Viel Glück von uns allen. Deine Coopers aus Cooperheim. Hey Wanderer, ich habe schon viel von deinen Taten gehört. Man erzählt sich von dir nur Gutes. Es ist gut zu wissen, dass Bowsers Leute nicht länger die alten Ruinen unsicher machen. Leider sind aber einige Reliquien verschwunden. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, dass ein Cooper würde sich in den Ruinen herumtreiben. Das klingt sehr verdächtig. Sei vorsichtig, wenn du auf solche Typen triffst. Ich muss jetzt aufhören. Ich freue mich darauf, Geschichten über deine Abenteuer zu hören. Maustafa. Colorado. Wie geht's dir, alter Junge? Ich bin gerade in einer anstrengenden Erforschung der Ruinen, die nur durch meine Bemühungen gefunden wurden, fertig geworden. Leider habe ich keine Schätze von besonderem Wert gefunden. Aber ich muss nun weiterziehen, alter Kumpel. Auf der ganzen Welt gibt es Schätze, die von mir gefunden werden wollen. Ich höre, wie sie meinen berühmten Namen rufen und darum betteln, ausgegraben zu werden. Ja. Gumbaria, klar. Ah, Mario, an Mario. Geht es dir und Gumbario gut? Mir geht es gut. Oh, ich bin übrigens Gumbaria. Ist euer Abenteuer aufregend? Ist Gumbario nun schon ein Held oder faulenzt er nur? Weißt du, manchmal gehe ich mit Mama nach Todtown zum Einkaufen. Vielleicht treffen wir uns da. Ich will unbedingt ein paar von deinen aufregenden Geschichten hören.
Ich kann es ehrlich nicht erwarten, ehrlich. Du wirst Bowser besiegen, ich weiß es. Gumbaria. Fangirl, hey. Hallo Mario, isst du auch regelmäßig? Du weißt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Kochbuch, das du mir gegeben hast, ist wirklich praktisch. Danke. Ich kenne schon viele Rezepte, aber mit diesem Buch kann ich hunderte von neuen Gerichten zubereiten. Ich muss dir von meiner neuesten Kreation erzählen. Sie ist einzigartig. Man braucht dazu eine Feuerblume und ein Ei. Als ich sie das erste Mal zubereitet habe, war ich hin und weg. Vielleicht kann sie dir von Nutzen sein. Komm zu Besuch und bring die Zutaten mit. Omelette-Tee. Okay. Colorado nochmal. Wie geht es dir, altes Haus? Großartig, vermute ich. Ich wollte mich nur bei dir für die Sache mit dem Vulkan bedanken. Ich gehe natürlich davon aus, dass dir mein eigener heroischer Part im letzten Kapitel durchaus bewusst ist. Ich mache mir Sorgen um meine liebe Frau. Sie denkt sicher ständig daran, wie mutig ich mich den Gefahren stelle. Vielleicht sollte ich für einige Zeit nach Hause kommen. Schau doch mal auf eine Tasse Tee vorbei. Colorado. Er daheim? Oh mein Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Yoshi-Kinder, lieber Mario, der Vulkan hat sich wieder beruhigt. Bitte komm uns mal wieder besuchen. Der Häuptling will dich auch wiedersehen. Jeder will dich wiedersehen. Und wir wollen mit dir spielen. Du hast sicher schon wieder viele Abenteuer erlebt. Erzähl uns deine Geschichten, die Yoshi-Kinder. Bluff. Wer ist Bluff? Ach, der Ordenler. Ach ja, okay. Hey, Großer, wie geht's dir? Hier ist Bluff vom Ordenladen. Danke, dass du bei mir eingekauft hast. Du bist ein cooler Kunde. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, gewähre ich dir auf alle Waren einen Rabatt von 0%. Ich hoffe, er rundet ab. Bluff. Flüsterweide. Lieber Mario, ist es dir ergangen? Es ist so sonnig in den Blütenfeldern. Endlich herrscht hier wieder Frieden. Lilly ist wie gewöhnlich in ihrer eigenen kleinen Welt. Rosi hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass du hinter ihr her bist. Petunia singt im ganzen Land ein Loblied auf dich. Wie du weißt, komme ich nicht mehr von hier weg. Aber es reicht mir zu sehen, wie die Knospis herumtrollen, ja, ganz sicher. Viel Glück, Mario. Wir wünschen uns alle, dass sich deine Träume erfüllen. Flüsterweide. Ja, eine ganze Weide schreibt an uns. Aber es muss schon komisch sein, die Frau von Colorado zu sein, mit so einem Typen, der einfach so ein extremst übersteigertes Selbstbewusstsein hat, aber einfach so eine... Nein, eine Null ist er nicht, weil er ist Archäologe, er hat wohl auch seinen Beitrag zur Aufklärung des Koopa-Tums beigetragen, aber es ist mit Sicherheit schon ein bisschen seltsam. Wenn man Archäologen und Abenteurer verwechselt, ne, das ist halt nicht nur, nicht weil beides mit A anfängt. Das ist so, was können wir noch lagern? Irgendwas brauchen wir doch mit Sicherheit nicht mehr. Also was ich mir ein bisschen unnötig gerade vorstelle, ist... Ja, so ein Pilz, den brauchen wir eigentlich eh nicht. Dafür würde ich ganz gerne... Was ist hier im Hintergrund die ganze Zeit für eine Musik? Das macht mich irgendwie voll nervös. Was soll denn das? Ist doch nicht normal, oder? Das hört sich ein bisschen seltsam an, aber gut. Ich will es mal einfach nicht hinterfragen. So ein Lebenspilz könnten wir noch einen mitnehmen. So ein Honigpilz. Das macht alles nicht so wirklich Sinn. Ja, dann nehmen wir noch sowas hier mit. Nein. Jetzt haben wir auf jeden Fall extremst BP, Ersparnisse geleistet, so ungefähr. Was können wir jetzt noch lagern? Ich würde gerne einen Platz frei haben. Ich glaube, den Sternenwind lagern wir noch. Ja, und der Rest muss jetzt nach und nach eingesetzt werden, würde ich sagen. Alles andere wäre Verschwendung. Aber wir wollten ja noch im Dojo vorbeigehen, das habe ich noch vergessen. Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen, dass ich nochmal die ganzen Geschichten von den letzten Abenteuern vorgelesen habe. Jetzt habt ihr vielleicht nochmal so ein bisschen parat, was wir auch tatsächlich durchgemacht haben im Laufe des Spiels. Was mir aufgefallen ist, dass wir in Cooperheim ja wahrscheinlich auch noch bei dem alten Sack noch ganz viele Quests erledigen könnten. Aber ich glaube, ich werde das einfach mal an der Stelle ebenso ignorieren. So.